So, heute also Teil 2 der Anleitung für die koptische Bindung. Vorbereitet sind die zwei Buchdeckel, die Buchblocks, Faden, eine Kerze, ihr werdet gleich sehen warum, eine Nadel. Besser geht es mit einer gebogenen Nadel. Ich gehe davon aus, ihr habt keine gebogene Nadel daheim. Also werde ich es auch mit einer geraden Nadel machen. Versucht bitte nicht, eine gerade Nadel zu biegen, das funktioniert nicht. Man kann das schon mit der geraden Nadel auch machen und eine Schere. Und um jetzt zunächst einmal den Faden abzumessen, man braucht pro Buchblock einmal die Länge Faden. Wir haben 5 Blocks, also 5 mal die Länge hier. Plus 1,5 mal Länge pro Cover. Das sind dann insgesamt 8 Längen dieses Fadens. Mal, und ich gebe jetzt noch ein Stück zur Sicherheit dazu. Damit der Faden gut durch das Papier rutschen kann, ziehen wir ihn zunächst einmal über eine Kerze. Das funktioniert so: Du nimmst eine alte Kerze und ziehst den Faden durch das Wachs. So, das kann man schon mal einfädeln. Bisschen Spucke hilft immer. So, wir beginnen jetzt zu nähen. Wir richten uns mal ein Cover her. Die Außenseite liegt unten und den ersten Buchblock. Am besten legst du dir das so an eine Kante, dann kann man leichter damit arbeiten. Du beginnst, indem du von innen durch den Block herausstichst, im ersten Loch, links oder rechts, ist egal. Dann stichst du von unten durch den Buchdeckel. Ziehst das Ganze einmal ein bisschen zurecht. Dann stichst du hinter dem Querfaden vorbei, so lange, bis hier eine kleine Schlinge entsteht. Und dann stichst du in die Schlinge hinein, ziehst das Ganze fest. Dann stichst du durch das erste Loch wieder zurück. Ziehst alles gut fest und verknotest die beiden Fäden. Weiter geht es durch das zweite Loch hinaus. Um den Buchdeckel herum. Gut festziehen. Hinter dem Querfaden vorbei. Die Schlinge vergessen. Einmal in die Schlinge alles wieder gut festziehen. Das machst du bis zum letzten Loch. Immer schön fest anziehen dazwischen, dass der Block nicht locker wird.
Häkelgarn ist nicht das ideale Material. Wenn du einen glatteren Faden findest, Perlgarn zum Beispiel, geht das um einiges besser. So, und jetzt stichst du nicht in den ersten Block zurück, sondern gleich in den zweiten. So, und jetzt stichst du nicht in den ersten Block zurück, sondern gleich in den zweiten. Ab der zweiten Lage funktioniert es ein bisschen anders. Wenn du beim zweiten Loch herausgestochen hast, führst du den Faden um den unteren Quersteg und dann gleich beim zweiten Loch wieder hinein. Ich zeige es dir noch einmal, herausstechen. Um den unteren Quersteg herum. Und dann selben Loch wieder hinein. Wenn du beim letzten Loch wieder angelangt bist, stichst du wieder in die nächste Lage hinein, im nächsten Loch heraus. Und jetzt nimmst du den letzten Querfaden, nicht den untersten, sondern jeweils den nächsten. Ja, und das machst du so lange, bis alle fünf Blocks vernäht, bis alle vier Blocks vernäht sind, weil beim letzten Block müssen wir wieder den Deckel mitnähen. Ja. Ein kleiner Tipp noch, zieh bei den Knoten nicht allzu fest an, sonst kannst du dann bei der nächsten Reihe, genau mit der geraden Nadel, mit der gebogenen ging es besser, hier nicht mehr durchfädeln. Also lieber ein bisschen locker lassen, als zu fest anziehen. So, wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir haben noch einen Buchblock und den Deckel. Hier musst du jetzt wieder den Deckel mitnähen. So, du stichst von oben durch den Deckel. Die Papierlage ist noch lose. Einmal um den Faden herum. Einmal um den Faden herum und in der Papierlage wieder hinein. Jetzt versuchst du mal das Ganze ein bisschen zu ordnen und festzuziehen. Das ist nicht immer ganz einfach hier an dieser Stelle. Aber beim nächsten Stich wird es dann schon besser. So, das passt einmal. Jetzt geht es genauso weiter beim nächsten Loch wieder hinaus. Wenn der erste Stich ein bisschen locker ist, werden wir damit leben. Nächstes Mal das Zöpfchen. Von oben durch den Deckel. Und durch die Papierlage wieder nach innen.
nächsten Loch hinaus. Das Zöpfchen. Von oben durch den Deckel. Und wieder durch die letzte Papierlage nach innen. Das machst du wieder bis zum gegenüberliegenden Rand. Ich bin am Ende angelangt. Einmal geht es noch zurück hinein in die Papierlage. Alles gut festziehen. Knoten jetzt hier den Faden, schneiden ab und unser Buch ist fertig. Ich würde dir nach der Erfahrung mit dem Häkelgarn empfehlen, einen glatteren Faden zu nehmen. Das könnte eventuell Perlgarn sein und nimm auch zum Vernähen eine stumpfe Nadel, damit du nicht immer mitten in den Faden hineinstichst. Das ist jetzt ein Erfahrungswert nach meiner ersten Erfahrung mit Häkelgarn. Wie gesagt, solltest du irgendwie die Möglichkeit haben, an eine gebogene Nadel zu kommen, wirst du dir um einiges leichter tun. Aber um zu beweisen, dass es auch mit der geraden Nadel geht, habe ich dir das hier mit der geraden Nadel gezeigt. Ja, jetzt viel Spaß beim Befüllen deines Buchs und bis zur nächsten Aufgabe.